Also das ist das, was man jetzt gegen ihn gesagt hat. Das sind alles die Anklagepunkte gegen ihn. Er war Blockwalter und so weiter. Wenn du meine Geschwister fragst, da erscheint mein Vater doch eher als Patriarch. Und so kenne ich ihn nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht. Nee. So, das ist jetzt die Urkunde 1147, also die Geburtsurkunde. Er hat ja insofern Glück gehabt, dass er nie eingezogen wurde. Ja. Warum eigentlich? Weiß ich nicht. Und zwar immer so, dass es hieß, dein Vater, das ist ein, ja, ein Demokrat und auch ein, aber das stimmt nicht so ganz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles sich ausgedacht hat und mit dieser Lügenmär vorzukommen, denn ihm wurde ja gar nichts Ernsthaftes vorgeworfen eigentlich. Und das ist jetzt die Meldekarte von Ihrem Urgroßvater Karl Maria Jakob Pattberg. Er hat uns ja verschwiegen, er hat ja nicht geredet mit uns darüber. Und sagen wir so, das Nachbohren, das hat er nicht zugelassen. Dann hat er das Ding da erworben an der Schießbude. Und das ist ein Spaßhakenkreuz. Erik, das Thema ist beendet, bitte. Du hast keine Familie und das ist anders. Und das ist für mich jetzt wirklich kein Thema mehr.